Kann ich mich hier fallen lassen? Ich würde es ungerne am eigenen Leibe erfahren, wenn es nicht funktioniert. Deswegen machen wir es mal auf dem Sicheren. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Ich meine, Wasserfälle, die in der Luft schweben, verschwindende Leitern. Sowas gibt es doch normalerweise nur bei viel. Schon viel besser. Ja, die Todesfallen doch die Augen zu. Sind wieder aktiviert. Ja, das müssen deine Lover wahrscheinlich auch tun, Lara. So. Ja, jetzt ist das aktiviert, aber jetzt sind natürlich die Fallen. Quatsch, jetzt ist natürlich die Tür zu. Oh nee. Ja, jetzt muss ich das wieder in die Mitte ziehen. Backtracking. Backtracking. Drag and dropping. Der Drag and Drops ist gelutscht. Oh, ich muss aufhören. Mach, dass es aufhört. Bitte. Das wünsche ich mir seit 25 Jahren, aber irgendwie. Das klingt so, als wäre ich suizidal. Ich bin auch doof, wisst ihr das? Ich kann das Ding doch von hier aus dahin ziehen. Warum stelle ich mich hier an dieser Stelle eigentlich so blöd an? Ich weiß es nicht. Irgendetwas scheint mein Gehirn zu blockieren, so wie dieses Wasserrad eben blockiert war. Leider habe ich den Mechanismus, der mein Gehirn blockiert, noch nicht gefunden. So, Kinder. Oh, wunderbar. Ja, klar. Oh, spannende Musik. Au. Lara ist jetzt in die SM-Szene. Da muss ich wohl durch. Ja. Vergiss es, Lara. Wenn ich eine der Klinge auch nur berührt. Ich weiß. Das heißt, ich muss sie irgendwie anhalten. Dann bist du frisch geschäft. Ist doch auch ganz nett. Ja, wobei. Ja, Lara könnte bestimmt eine Rasur vertragen. Ich meine, diese Figur ist von 1996. Ich glaube, da waren in Team Rasuren also, nicht ganz so angesagt. Ach, sowas wird heute nicht mehr gebaut. Aber woran könnte das nur liegen, Lara? Das Ding kann ich da bestimmt nicht hochschieben. Verstehe ich jetzt gar nicht, warum beim, städtischen Postamt, die solche Sachen nicht gebaut haben. Oh, scheiße. Oh, nee, 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 warte mal. Wie läuft das denn? Und was tue ich, wenn diese Dinger sich treffen? Auf den Kaffee. Ja, mit. Ah, ich glaube, ich weiß. So war es gedacht. Dann wechsle ich aber das Studio. Wie gesagt, so kann man auch abnehmen, indem man sich den Kopf kürzer macht. Was ist? Hörst du etwas? Ich spüre etwas. Oh Scheiße, nein! Hi. Nicht eine Welt über mich zusammen. Gott, hallo! Ich sehe doch gar nichts. Was war das? Was sollte das? Oh, ich habe Ghana vermisst. Du bist mal wieder knapp dem Tod entkommen, was? Da bist du ja, Alistair. Hast du was über das Schwertfragment rausgefunden? Gar nicht mal so wenig. Ich habe die Markierungen auf dem Artefakt extrapoliert, um das ganze Muster einigermaßen erkennen zu können.
Ups, wir haben ein Pro. Alles da? Sip? Seltsam. Lara, nur weil die beiden ein Problem haben, musst du nicht gleich dich in den Tod stürzen. Das hätte man auch anders lösen können. So. Ich habe keine Ahnung, wieso ich gerade losgelassen habe. Vielleicht hat der unterschwellige Wunsch, dass es aufhören soll, doch irgendwas in mir ausgelöst. So, wo sind wir denn? Komme ich hier überhaupt weiter? Da kannst du. Okay. Ich hoffe, das hier ist nicht nur ein Rückweg. So, wir sind unten. Wie, wir sind wieder am Anfang? Wieso sind wir wieder am Anfang? Hä? Was soll? War das eben auch schon da? Dieser Weg hier? Das macht keinen Sinn. Weil dann hätte ich ja diesen Weg reinnehmen können. Ich kapiere es gerade nicht. Egal, wir nehmen dann stattdessen mal diesen Weg hier. Und ich hoffe, dass sich gleich klärt. Warte mal, Rutland, wo ist der eigentlich gerade? Nicht irgendwelche Steine auf dich fallen lassen. Das macht man nicht sowas. Meine. Sip? Alles da? Hört ihr? Ist ja nicht? Schön, dass dir ein Stein vom Herzen fällt, dann aber nicht, wenn er vorher auf deiner Brust gelandet ist, verstehst du? Was? Okay, ich glaube, das war so gedacht. Okay, ich glaube, ich kann meine. Sip, bist du da? Alles da? Mann, die sind nur kurz AFK. All die Satelliten und Computer perfektionieren nur die Kunst, Selbstgespräche zu führen. Was bist du denn für eine Oldschool, Lara? Neuland-Internet oder was ist los? Lass die doch kurz kacken gehen. Vielleicht kommen die gleich wieder. Ich meine, er hat ja nur gesagt, er hat ein Problem. Vielleicht meint er damit, dass er Durchfall hat oder so. Oh. Das weiß man doch nicht, Lara. Hallo? Nee. Boah, das war knapp. Was zum Teufel treiben die da? Du willst es nicht wissen. Vielleicht sind sie auch zusammen aufs Klo gegangen. Das sollte nicht hier sein. Das ist eine Brosche von ihrer Mutter. Oh. Liebste Amelia. In Liebe. Richard. Es gehört der Mutter. Ja, so sehen meine Briefe auch immer aus. Hallo, tschüss. Hä? Sip? Kannst du mich hören? Was war das denn jetzt für eine. Wo steckst du denn? Für eine Gravur. Ja, ich laufe sehr gerne dunkle Gänge hinunter. Das mache ich am liebsten. Okay. Hi. Tschüss.
Jetzt habe ich mir nur gerade selber die Brücke weggesprengt, weggeschossen. So. Eigentlich müsste so nach meinem Gefühl das Level gleich schon wieder vorbei sein. Da ist nur ein Abfluss. Ich habe ja schon mal gesagt, dass die Level in diesem Spiel wirklich sehr, sehr kurz sind. Aber dafür wirklich auch sehr abwechslungsreich. Ich meine, okay, Ghana ähnelt jetzt gerade Tiwanaku ein bisschen. Also, ich weiß gar nicht, was war das jetzt nochmal für... Bolivien war das, glaube ich, ne? Hi. Man trifft nicht so oft, wenn man so weit weg steht. Wie die sich aber auch abschießen lassen, wie die Moorhühner. Das ist unglaublich. Dann werfen sie noch Granaten und treffen nicht. Warte mal, ich will da runter. Oh, hi. Ja, zieh den Reichweite, hast du auch gemerkt. So. Toll, jetzt sind die Sachen natürlich alle runtergefallen. Wo geht's denn hier lang? Oder bin ich jetzt einmal rum? Nee. Oh, hi, Tigerchen. Ich will immer Tiger sagen, aber es ist eigentlich ein Jaguar. Leider ohne Lenkrad. So. Da kommt doch jetzt bestimmt ein... Ja, ich sehe den Stein doch da oben schon. Ups. Nun. Das war vorauszusehen. Das wiederum, nicht ganz. Dass da zwei kommen, hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Kommen da noch mehr? Oh, nee, nee! Oh. Kommt bestimmt noch ein zweiter, oder? Nee. Okay. Oh, dieser alte Türenöffnungssound, den kennen wir doch noch von früher. Ich glaube, von aus Tomb Raider 4 vor allem kennt man den. So, Lara, jetzt rein. Lara. Sie suchen also auch den Galali-Schlüssel. Perfekt. Sie werden lachen, aber ich weiß nicht, wovon Sie reden. Nun. Aber nicht doch. Er setzt das Schwert wieder zusammen. Er ist etwa faustgroß. Warum erzählt er ihr das? Amanda hat herausgefunden, dass er hier ist. Was wissen Sie über Amanda? Wo ist sie? Ihr Vater hat doch hier gegraben, nicht wahr? Naja, Amanda dachte, er könnte den Schlüssel gefunden haben. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Erzählen Sie mir von diesem Schwertfragment, mit dem Sie ständig rumfuchteln. Also, ich befasse mich schon länger damit. Und ich habe einiges gelernt. Ich zeig's Ihnen. Oh nee, ich bin schon wieder so ein X-Men-Typ. Machen wir's auf Ihre Weise. Ja. Wir machen die zur Hölle, Lara. Wir machen's auf meine Weise. Stirb einfach. Machen wir es auf Ihre Weise. Oh. Das würden Sie auch gern können, was? Wieso kann der sich heilen? Das würden Sie auch gern können, was? Machen Sie zur Hölle, Lara! Tourette hat er jetzt auch. So, warte mal kurz. Halt. Stopp. Halt. Kann ich dem ins Gesicht treten? Nö. Machen wir es auf Ihre Weise. Hallo! Kannst du... Das würden Sie auch gern können, was? Schade, dass Sie so unfreundlich sind, Lara. Sie, Amanda und ich, wir werden ein gutes Team. Das können Sie vergessen. Sie beschleunigen die Sache. Machen wir es auf Ihre Weise. Kann ich den irgendwie von mir weglocken oder so? Machen wir es auf Ihre Weise. Boah, hätten die mal diese Laberfrequenz von denen
Party zur Hölle, Lara! Ein bisschen reduzieren können. Party zur Hölle, Lara! Und so, jetzt habe ich alle vier rausgeholt. Was bringt das? Das hat sich ja gelohnt. Hier kommt gleich noch ein. Ah, ich glaube, ich verstehe es. Passen Sie jetzt gut auf. Oh ja. Gut. Machen wir es auf Ihre Weise. Ich muss den Typen irgendwie von mir fernhalten. Fang Sie zur Hölle, Lara. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Das hat sich ja gelohnt. Komm schon. Oh. Ich bin nicht Ihr Feind, Rutledge. Nee, Crystal Dynamics ist der die Feind. Die Teile wurden nicht zerbrochen. Sie sollen sich teilen und wieder zusammenfügen. Macht es der Galali-Schlüssel? Ja. Verraten Sie mir vielleicht, wem es gehörte? Den Kreuzrittern? König Artus? Ja. Geschichte interessiert mich nicht. Dann bleiben Sie doch hier und denken über die Zukunft nach. Aber eine Zukunft ohne mich. Laufen Sie mir lieber nicht nochmal über den Weg. Vielleicht hat Ihr Vater die Galali-Schlüssel nicht gefunden. Aber das weiß Amanda nicht. Sie ist gerade in ihrem Haus. Hoffentlich sind Sie gut versichert. Hoffentlich hat sie eine Haftpflichtversicherung. Na endlich! Ich versuche schon ewig, euch zu erreichen. Was ist passiert? Diese Frau, sie kam einfach durch die Tür. Sie hatte eine Art... keine Ahnung, was zum Teufel das war. Wie schwarzer Rauch. Ich komme sofort zu euch. Und suche ein Ding namens Galali-Schlüssel. Galali-Schlüssel. Ausflug nach Kasachstan. Zieh dir was Warmes an. Ich mag die Kälte. Ja, sonst hättest du ja nicht immer so knappe Sachen an. So, Glückwunsch. Wir haben ein weiteres Level abgeschlossen. Wir haben 52 Minuten gebraucht. Okay, ja, ich habe mich mal wieder bei dem Rätsel am Anfang ein bisschen taub gestellt. Aber... ihr kennt das ja schon von mir. Wir haben wieder ungefähr die Hälfte der Schätze gefunden. Das ist okay. Und dann sehen wir uns in Kasachstan wieder. Natürlich nicht im echten Leben. Mir wäre das da, glaube ich, wirklich zu kalt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.